Ach, Caro, 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 Caro. So, ja, Teil 3. Habe ich angekündigt, heute noch mal ein bisschen Zeit. Ich dachte mir, wir gönnen uns noch einmal hier den Ausschnitt. Ne, den hier. Nee, ist mir eher peinlich bei der Polizei, dass ich mit so jemandem wie dir was Kontakt hatte. Sorry. Ja, okay, ja, machen wir es kurz. Wir machen mal hier so ein bisschen Hintergrund an, dann irgendwas Leichtes. So, ja, die Gute hat mich angezeigt. Wer hat dir das denn gedacht, dass sie lügt? Oh Mann, ey. Ja, das haben wir hier. Wir müssen das mal. Lassen wir das gerade. Ja, komm, wir lassen das gerade. So. Nehmen wir jetzt folgender Straftatbestand. Ja, zu begangen zu haben. Nachstellung Stalking. Nein. Was hast du denen denn erzählt, Alter? Jetzt bin ich richtig gespannt. Geil, Alter. Lebensraum durch Bildaufnahmen. Und vom persönlichen Bildaufnahmen. Ah, da bin ich ja mal gespannt, was du denen gesagt hast. Geil, Alter. Oh, ey. Hast du denen auch erzählt, dass du mir die ganzen Fotos und so geschickt hast und ich da gar keinen Bock drauf hatte? Hast du denen das auch gesagt? Und Stalking, ich weiß nicht, da musst du irgendeine Geschichte erzählt haben, ich weiß. Ich hoffe, du hast denen das Video gezeigt. Oder das wäre einfach zu geil, nicht nochmal. Dann wärst du ja zweimal geknallt worden. Ich glaube, so blöd wärst du nicht gewesen. So blöd kann die nicht gewesen sein. Die wird dir das Video nicht gezeigt haben. Aber, du weißt ja, dass wenn das hier irgendwie durchkommt, das wird ja jetzt der Staatsanwaltschaft übermittelt, ne? Hat man dich ja hoffentlich daraufhin belehrt und ja, wenn es jetzt durchkommt, dann sehen wir uns tatsächlich vor Gericht, ne? Würde ich mal sagen. Ja, cool. Strafprozess wird mir die Gelegenheit gegeben, mich zu der Sache zu äußern. Innerhalb einer Woche dieses Schreibens, ja, habe ich gemacht. So. Jedenfalls Ihre Vorwürfe in einem Video mit Inhalt, Fotos, Nachrichten und Texten von Frau Horn veröffentlicht zu haben. Gegen deinen Willen habe ich dich kontaktiert. Warum weiß ich denn da nichts von? Ich meine, ich habe die Verläufe sowieso noch, ne? Also, gar kein Ding. Im Anhang, zeitliche Hinweise, Gefährder. Ich teile hiermit ausdrücklich mit, dass Frau Horn nicht weiter kontaktiert oder aufsuchen sollen. Ne, mache ich jetzt auch nicht mehr. Ich werde sie auch nicht mehr kontaktieren oder aufsuchen. Hättest du mir das einfach gesagt, so wäre einfacher gewesen, ne? Aber wenn du es so machen möchtest, ist auch in Ordnung. Bekannt, die Lage wird sehr ernst genommen und sie befindet sich im Fokus der Polizei. Ist geil, gut, hoffentlich. Sie haben den Verhaltensweisen der Polizei Folge zu leisten. Ja, nee, ist klar. Man einwirken, dass sie nicht mehr traut bei der Polizei oder jedenfalls später bei. Oh, Junge, ey. Bürokratendeutsch, ja, schön. Mit freundlichen Grüßen, ja, haben wir auch durch, gut. Das hier sollte ich zurückschicken, ausfüllen und meine Angaben diesbezüglich machen. Und das habe ich in dieser Form natürlich nicht gemacht. Ja, ganz einfach, weil hier passt nicht alles drauf, was ich schreiben muss. Ich habe einen eigenen Brief angefertigt und den Sachverhalt relativ gut geschildert. Außerbogen Beschuldigung. Ja, wenn ich jetzt hier damit einverstanden wäre, dass das gegen eine Geldstrafe eingestellt wird, nein, bin ich nicht. Ich will, dass das vor Gericht geht.
ganz ehrlich, ich will die nochmal sehen und dann machen wir die richtig. Ne? Dann werden wir alle deine Lügen mal ein bisschen besprechen, ne? Rückgabe, der mich nicht in Einziehungsgeschichte, ich bin deren Vernichtung einverstanden. Nein, bin ich auch nicht. Also, das werde ich auf keinen Fall zurückschicken. Ich wurde darauf hinwiesen, dass im vorliegenden Fall der Opferausgleich besteht und der Staatsanwaltschaft keine entsprechende Anwälte mit ein. Merkblatt, mit weiterführenden Informationen habe ich erhalten. Ja, hier ist noch ein allgemeines Merkblatt. Mir wurde erklärt, bla bla bla, was mir alles erklärt wurde. Ja, mir wurde so einiges erklärt. Und das ist auch schön. Habe ich einen ganzen Batzen Papier gekriegt. Und ja, soll ich dazu sagen, ne? Was soll ich dazu sagen, ne? Da fällt mir eigentlich nur eine einzige Sache zu ein. Und zwar, pass auf. Hier. Nee, ist mir eher peinlich bei der Polizei, dass ich mit so jemandem wie dir was Kontakt hatte. Sorry. Ach so, ja, okay. Ich hab verstanden. Oh Mann, ey, die größte Lügnerin überhaupt. Rennt überall rum, erzählt Lügen. Uiuiui. Oh, dass dir das nicht wehtut, ey. So, ja, zum besten Teil kommen wir noch. Wir werden Zeugen, ich werde auf jeden Fall Zeugen benennen. Und darunter wird natürlich Melanie wird dabei sein. 100 Pro, also wir werden uns zu dritt nochmal sehen. Wir haben nochmal ein zu dritten Treffen. Geil. Unser letztes Treffen zu dritt. Und ja, quasi jeder, der gegen dich irgendwas sagen kann, und das sind einige, werde ich natürlich benennen. Ne? Bei mir gibt's nur die Wahrheit. Während du lügst, werde ich nur die Wahrheit erzählen. Überall, auf jeder Ebene. Ich werde auch mit Beweisen kommen. Ich werde alles schön ausdrucken, ne? Weißt du Bescheid? Und ja, wenn das vor Gericht geht, ich weiß ja nicht, ob die dich da überhaupt für voll nehmen, aber wenn das wirklich vor Gericht geht, dann werde ich dich natürlich auch anzeigen mit all deinen Sachen, die du verbrochen hast, ne? Nicht jetzt die Sachen, die moralisch falsch waren, so, weißt du? So, wenn du mal lügst oder so, kann ich dich ja nicht für anzeigen, aber die Sachen, die du sonst so abgezogen hast, mit Rassismus, Autofahren, betrunken, hier bei Schnee mit zur Scheibe hinten und Diebstahl bei Edeka und ach, so viele Sachen, ne? Da müsste ich eigentlich nochmal separat gucken. Da könnte ich, glaube ich, auch ganz vieles anzeigen. Deinen Vater kann ich übrigens auch anzeigen. Und ich werde das auch machen, ne? Also, ich laber nicht rum, ganz ehrlich. Bei mir ist das nicht so. Ja. Ja. Was noch? Da war noch irgendwas. Ja, du hast meine Nummer weitergegeben. Ist auch strafbar. Scheiße. Bei mir beklagst du dich, dass ich deine Nummer öffentlich mache und du gibst meine dann weiter. Geil. Eieiei. Naja, gut. Wir sind durch. Teil 3 ist durch, von Caro Earn Video. Und ja, jetzt warten wir erstmal ab, was von dir noch kommt, ob von der Staatsanwaltschaft oder der Polizei noch irgendwas kommt. Und ja, wir sehen uns wieder, entweder oder ja, wir hören voneinander. Also so oder so, wir sehen uns oder hören uns. 100 Pro. Ne? Aber ich werde dich nicht mehr anschreiben. Hast du ja jetzt hier bei der Polizei gesagt, so, anstatt du einfach, boah, weiß ich nicht, wie im Kindergarten, ehrlich. Komm doch einfach zu mir und sag, Sascha, ich möchte keinen Kontakt mehr. Tschüss, dann blockst du mich und weg. So, wo ist das Problem? Nein, musst du über Polizei machen. Hättest auch deinen Papa schicken können, sagen können, hier, sag dem bitte, dass ich den nicht mehr Kontakt haben möchte. Ja. Naja, wie auch immer. Ciao.